Moin, was macht ihr hier? Ich muss hier in den Laden rein. Da kann man da reingehen. Ja, ja, aber das ist jetzt nicht gerade verkaufsförderlich. Ja, was soll man machen? Ja, was macht ihr denn hier und wie lange macht ihr das denn? Ganzen Tag heute. Okay. Also ihr haut die Fassade ab oder was? Ja, nur den, was abfallen könnte. Was abfallen könnte, okay. Was abfallen könnte. Seit den nächsten Monaten wird die Fassade jetzt neu gemacht, die nächsten Tage? Nee. Nee, nur das Abschlagen. Nächstes Jahr, glaube ich. Nur auch unten, dann sind die Scheiben geschützt. Wie gesagt, ihr kriegt Auftrag. Ja. Bingo. Moin. Ich bin in der Schleuse, in der kleinen. In der kleinen Schleuse. Ich bin unterwegs, immer noch. Ja, nee, gut. Dann können wir ganz entspannt einsteigen. Ingo, wie lange brauchst du noch? Ja. Mich hat Dorian angerufen und dem habe ich erzählt, was wir heute machen. Und er war total Feuer und Flamme und fragt, ob er mit einsteigen kann. Ja, kann er. Ja, Gudi, wir haben... Was macht der denn da? Digga, das ist kein Shopping hier. Wir machen jetzt einen Buddy-Tag. Ich habe sogar eine frische Hose. Direkt von hier, von Kite Buddy geshoppt. Ich muss mir eben schnell anziehen, ich gehe sonst echt kaputt hier. Geiles Ding. Ja, ist die letzte. Die verkaufe ich später gebraucht als Testhose. Ja. Und eine gute Schießer-Box. Das ist sogar deine, glaube ich. Ja, darum kenne ich die. Das ist deine Boxershorts. Ja, egal. Schenke ich dir. Ich wusste, dass ich irgendwann mal in meinem Leben noch meinen alten Burger mit Boxershorts stehen werde. Wenn ich hier noch länger im Boxershorts stehe, kriege ich Trinkgeld. Hast du ein Wort dabei? Du hast ein Wort dabei, dann können wir es ja ziehen lassen, nee, oder? Ich quatsche ihn schon seit Ewigkeiten voll, dass wir das mal machen wollen. Aber er mag das seinem alten Bötchen nicht mehr zutrauen. Er hat Angst, dass die Anker da rausreißen aus dem alten GFK. Und wenn der andere das mit den Händen auf dem Boot, auf dem Schiff... Was denn? Warum lässt du? Ja, ist klar. Das soll schon schief gehen. Auf geht's zum Boot. Das ist unser Boot, Steffen. Und es ist bestimmt genauso groß, oder? Ja, ich glaube, du erwartest zu viel. Wir machen heute einen Buddy-Tag und Steffen hat gesagt, er hat eine Yacht für uns gemietet. Richtig? Wir haben vom Türken was zu essen geholt, wir haben Cola dabei. Erzählst du eigentlich für eine Scheiße? Was? Keine Yacht? Du hast gesagt, fettes Boot. Kein Buddy-Tag. Kein Buddy-Tag? Nee. Ach so. Kein Buddy-Tag. Wir suchen jetzt Ingo. Ingo hat ein Boot. Ingo ist der mit dem Boot. Freunde muss man haben. Kennt Ingo mich eigentlich noch? Also mit Ingo habe ich 2 Bier zusammen getrunken und das ist locker 4 Jahre her. Das ist echt 4 Jahre her. Naja, ja, auf der Hochzeit habt ihr aber auch ein bisschen. Stimmt, auf der gefeiert, Hochzeit. Ne? Ja, stimmt. Also 1 Jahr her. Ja. Also Ingo müsste sich irgendwo hier verstecken. Seit der Hochzeit habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Der Kleine. Da, der da ist Ingo. Na, moin. Alles fitti? Ja. Das Orange oder was? Ja, ey, geil, Mann! Was hast du denn gedacht? Richtig geil! Wir haben auch echt das fetteste Boot hier, oder? Das ist ja gerade das Geile! 40 Jahre alt heißt Joker, ich weiß nicht, was du noch willst. Ey, wir sind absolute Rich Kids, ne? Auf die Kacke. Wir leben nur noch von Zinsen und chillen auf Booten. Guck mal, hier vorne kann nämlich dann auch mal so richtig sexy sonnen, oder? Klar. Da können wir so richtig geile Aufnahmen machen. Ich hab so richtig geile Sonnencreme. Ich sitze hinten, weil die Alphas immer hinten sitzen. Warte mal, erstmal ist es noch heiß, wir packen erstmal alles ein. Nee, Alkohol wird tatsächlich auch Schnee. Mega, ne? Das ist voll geil. Ich war noch nie im Bremerhaven auf dem Boot unterwegs. Wo ist meine Brille? Noch nie. Ich würde sagen, wir haben echt das fetteste Boot hier. Also ich wende, wir können am schnellsten rangieren hier, oder? Ja. So. Das ist aber im Schifffahrtsverkehr anders. Bei Grün musst du warten und bei Rot darfst du fahren. Bist du dein Herz? Grün war Backbord, oder? Ja, Grün war Backbord. Hoch. Nee, schräg mal so hoch über Wasser. Ich hatte eben schon Schlepperwellen da draußen, ne? Ihr werdet euch so feiern. Kalte Cola bitte, Alter. Ich habe eine gekauft. Ihr hättet euch auch eine holen sollen. Ist so nasi. Ich habe gar nicht oben. Da oben ist grün am Löschenturm. Ist grün da oben? Ja.
Kategorien, richtig. Habe ich gut gemacht, ne? Größeres Boot, ne? Nee. Das ist eigentlich so zum Angeben hier so, weißt du, so Posen vorne, Sonne und so, reicht das Sonnendeck vollkommen aus. Mal gucken, weil da hinten gleich eine Welle kommt. Ich brauche ein Fahrzeug, schade, dass ich kein Dorian, du musst aber gleich. Was? Du hältst dich näher rein. Scheiße! Also, okay, jetzt kommen wir schnell. Ja. Alles schön langsam erstmal gucken, was er macht. Siehst du, dann mal schön erstmal bis zu diesem Anschlag und dann ist ja keine hydraulische Unterstützung. Ne? Den kurbelst du selber über. Ja. Deswegen immer nicht reinhacken ins Lenkrad, sondern erstmal auf Kontakt und danach lenkst du ihn mit ein bisschen Kraft. Ein bisschen Gang raus. Zurück. Weil sonst ist die Schraube hochgekommen? Nee, zieht dann Luft, ja, wenn du zu eng in die Kurve gehst. Mach erstmal die einfachen Sachen. Und so, dass keiner runterfällt. Genau. Jetzt kommt die Nase hoch, weil Steffen hinten drin sitzt und gleich fällt er runter ins Gleiten. Der kommt aber von alleine runter. Jetzt merkst du gleich. Guck mal, jetzt kommt er runter. Jetzt kannst du ein bisschen rausnehmen, ein bisschen Gas rausnehmen. Genau, ein bisschen nach da. Weil wir dürfen nicht weiter als diese gelbe Tonne darüber. Genau, jetzt hast du ihn da. Wenn die Nase unten ist, dann fahren wir sparsamer. Ja. Wir wollen nicht sparsam fahren! Doch, wir wollen ja weit kommen! Wo ist denn der denn? Oh ja, Bruder! Guck mal, da oben die Blonde! Siehst du die? Wir haben ein Boot. Dorian, Sog und Wellenschlag vermeiden. Ach so. Aber wir kriegen unsere Strafe schon noch.